So, hier kommen wir wieder zu ein paar Schleifern. Hier haben wir einen kleinen Schleifer mit einem Brecher getan, mit einem Mini-Brecher. Hier haben wir ein paar Katapulte mit. Weil hier noch das Torhaus sowie ein paar große Türme noch stehen. Wie man sieht, wurden hier unter anderem auch Schwertkämpfer mitgeschickt und Piken. Schwertkämpfer einfach, weil sie mehr Schaden austeilen. Und dadurch Mauerstücke besser weghauen können. So, die kleinen Katzen zwischendurch, die müsst ihr mir verzeihen. Ab und zu ist mal das Bild Material zu viel gewesen. Da habe ich ein bisschen gekürzt, da ihr sonst zu lange gucken würdet. So. Hier schießt natürlich noch die restlichen nur noch auf einen Turm außen. Das waren doch ein paar zu wenig Katas, wie ich feststellen musste. Jedoch wird der Rest durch die Schwertkämpfer gleich erledigt und der Schliff war dann erfolgreich. Ja, und da wurde das Dorf auch weggeschleift. So, hier hat er natürlich seine Bogenschützen nur auf drei Türme verteilt, alle Bogenschützen, die er hier hatte in diesem Fall. Sein Burgfried stand leer, somit musste ich keinen Pfeilhagel oder sonst was mitnehmen und konnte da ganz locker durchmarschieren. Wie man sieht, also die Schleifung ist erfolgreich gewesen. Nach einer Schleifung, nachdem das Dorf also geschliffen worden ist, geschleift, verschwindet das Dorf von der Weltkarte. Ja, also aufpassen, dass es euch nicht passiert. Daher gucken wir uns ja die Videos an, um zu lernen, wie man schleift und wie man verteidigt. So, hier ist ein anderer Schleifer. Hier wurde der Ausfall oben rechts erwartet, war er natürlich nicht. Der ist hier unten. Unten links direkt in die Truppen rein. Hier hat der Spieler mehr Bogenschützen mitgegeben, mehr Katapulte mitgegeben. Verzeihung. Auch hier wieder alles auf drei Türme verteilt von seinem Bogenschützen. Seine Piken stehen nicht im Borgfried. So. Na, das war jetzt versehentlich ein falscher Cut. Auch mir können solche Fehler mal unterlaufen. Das möchte ich natürlich nicht verneinen. Auch, wie gesagt, hier hat er keine Truppen im Bergfried. Hier kann man schön sehen, dass er Heilung spielt. Also ein Hauptmann mit Heilung hat er mitgenommen. Auf 15 Sekunden gestellt circa. Und auch 20 Sekunden. Der hat seine Truppen wieder hochgeheilt. Das wäre in dem Fall sinnvoll gewesen, wenn er jetzt andere Piken wären. Der hätte er seine nochmal heilen können, damit er das Dorf erfolgreich schleifen kann. Hier hat er es auch erfolgreich geschliffen und hatte dabei sogar noch wenig Gegenverkehr. Also er hatte freie Hand, alles wegzuhauen. So, hier möchte ich euch nochmal den Brecher für eine Wasserrabax vorstellen. Das ist eine Wasserrabax nach Eigenbau. Nicht zu empfehlen. Jedoch sollte man die auch schon mal gesehen haben. So. Die Spieler hat natürlich 140 oder 150 Katapulte mitgenommen. Was man auch sieht, weil dementsprechend schnell fallen die Türme um. Hier liegt der Hauptfokus auf Katapulte und Bogenschützen. Die Bogenschützen, um die Katapulte möglichst lange zu schützen in diesem Fall. Ja, wie man hier sieht, hat er auch in seinen Katapulten ziemlich viele Bogenschützen mitgehabt für für das Bauernloch. In diesem Angriff wird er die ganzen Türme weghauen, die ihm im Weg stehen. Und das Wasser so weit wie möglich wegbuddeln. Wir werden es auch gleich noch mal ein bisschen beschleunigen, damit wir nicht so lange zu sehen, weil das Wasser wegbuddeln dauert ein bisschen sehr lange. So, hier sind die, hier ist der Ausfall schon mal aus der Range der Bogenschützen. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigt. Ja, weil jetzt fängt es an, sich gleich hinzuziehen. Hier haben sie schon mal eine kleine Lücke geschafft.
Ja, jedoch werden sie natürlich von den Bogenschützen, die den Bergfried bewachen sollen und schützen sollen, natürlich der Reihe nach umgeschossen. Hier sieht man nur noch, was passiert, wenn man die Pechtöpfe weiter nach hinten packt. Die verschwinden mit den ersten Türmen rein, tauchen später wieder auf. Man kann sie entweder als guten Schutz benutzen oder man packt sie gleich nach vorne, um den ersten Angriff mehr zu dezimieren. Das ist relativ einem selbst überlassen. So, hier haben wir natürlich den Fokus nicht mehr auf den Schutz der Katapulte gelegt, weil es keine Türme mehr zu verteidigen gab. Wie man gesehen hat, haben die Katapulte den Bergfried von alleine geklärt. Hier wurden auch wieder 150 Katapulte circa mitgeschickt. Ja, es ist einem selbst überlassen, wie viele man mitschickt. Hier wurden 150 geschickt, was auch ausreichend war, um den Bergfried zu clearen. Zu clearen heißt, dass die ganzen Truppen, die gegnerischen Truppen aus dem Burgfried verschwinden, indem sie vernichtet werden. So, das Ganze haben wir nochmal gemacht für euch. Das ist der letzte Angriff, den er machen muss. Dann noch ein bisschen was fehlte und die restlichen Piken es nicht geschafft haben. Die machen wir im Komplett-Schnelldurchlauf. So, ihr nur den erfolgreich sehen wollt, sollte. Wie es klappt, er hat unten links seinen Hauptmann mit den Piken hingestellt, wie es sich gehört beim Schleifen einer Wasserpax. Oder allgemein. Man stellt sie, wenn man mit einer großen Truppe losgeht, immer unten links mit Piken und Bogenschützen zusammen. So, das war's auch schon von den ganzen Schleifern. Ich hoffe, ihr habt es genossen und habt ein bisschen was gelernt und verstanden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung und viel Spaß im Spiel.